Burkina Faso in Westafrika, eines der 7 ärmsten Länder der Welt. Regelmäßige Dürreperioden sorgen für große Not der hauptsächlich als Bauern lebenden Bevölkerung. Die am meisten Leidtragenden sind, wie so oft, die Kinder. Das größte Problem ist sauberes Trinkwasser. Etliche Kilometer müssen diese Frauen aus dem Bezirk Kongossi laufen, oft bis zu 5-mal täglich, um am einzigen Brunnen in der Region Wasser zu holen. Im Gespräch mit den Frauen informiert sich Bärbel Schäfer über deren Sorgen und Probleme. Bis zu 20 Kilo wiegen die vollgefüllten Kanister, die sie den langen Weg nach Hause tragen müssen. Es ist unglaublich, was physisch geleistet wird von den Frauen, weil mit der Arbeit des Wassertragens ist ja ihr Arbeitstag nicht beendet. Es muss die Hirse gestampft werden, es wird noch gekocht, es wird das Vieh noch versorgt und es ist unglaublich körperlich anstrengend. Und viele von den Frauen haben ja gerade erst ein Baby auf die Welt gebracht und das dann jeden Tag zu leisten ist für uns eigentlich nicht vorstellbar, die wir schon stöhnen, wenn wir mal einen Kasten Wasser hochheben. Etwa 30 Kilometer entfernt liegt das Millenniumsdorf Boalin. Die Welthungerhilfe will in ihren weltweit insgesamt 15 Millenniumsdörfern Armut und Hunger tatsächlich bis 2015 halbieren. Nach 4 Jahren Projektarbeit gibt es bereits jede Menge Fortschritte, die das Leben der Menschen hier, wie das der 34-jährigen Louise, konkret verbessert haben. Allein schon der dorfeigene Brunnen sorgt nicht nur für sauberes Trinkwasser, sondern erspart Louise täglich viele Stunden Zeit, die sie jetzt übrig hat für die Erziehung und Versorgung ihrer 4 Kinder, Honorine, Javier, Melanie und Edith. Auch bei der Landwirtschaft profitieren Louise und die anderen Dorfbewohner von den Veränderungen, die sie zusammen mit der Welthungerhilfe angepackt haben. Mit besserem Saatgut, organischem Dünger und regelmäßiger Bewässerung konnten sie den Ernteertrag inzwischen verdoppeln. Also zu sehen, dass es gelingen kann, aus diesem kargen Boden, dass etwas wächst und dass mehr daraus wächst, als dass sich die Familie davon ernähren kann, sondern dass man es schafft, auch über die Dürreperioden hinweg einen Speicher anzulegen mit Nahrung, dass auch die Kinder und die Familie in der Zeit etwas zu essen hatten. Und plötzlich können Träume Wirklichkeit werden. Auch die medizinische Versorgung hat sich im Millenniumsdorf verbessert. Als Louises Tochter, die 10-jährige Honorine, einen plötzlichen Fieberschub bekommt und Malaria diagnostiziert wird, kann das Mädchen sofort in der neuen Krankenstation behandelt werden. Früher hätte Louise mit ihrer Tochter über 2 Stunden in die nächste Krankenstation laufen müssen. Jetzt ist sie glücklich, dass Honorines Behandlung hier im Dorf stattfindet. Also das Fieber ist schon runter, aber sie muss noch zur Beobachtung bis morgen früh bleiben. Schon 2 Tage später ist Honorine wieder auf den Beinen. Gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Bruder Javier besucht sie die neue Schule, die ebenfalls von der Welthungerhilfe für das Millenniumsdorf erbaut wurde. Zusammen mit 80 anderen Kindern lernen sie hier schreiben, lesen und rechnen. Als Bärbel Schäfer die Pausenglocke schlägt, erlebt sie hautnah, was diese Schule für die Kinder auch bedeutet. Ein Ort, an dem sie ganz selbstverständlich frisches Wasser trinken, an dem sie ausgelassen miteinander spielen, an dem sie Kind sein dürfen. Sie sind die Hoffnung Burkina Fasos. Und ihre Schulbildung ist die beste Investition in eine Zukunft ohne Hunger und Not. Millenniumsdörfer sind für mich der Beweis, dass wenn eine Dorfgemeinschaft eine Starthilfe bekommt, sei es mit Hilfe von Saatgut, sei es mit Hilfe der Brunnen, dass es gelingen kann, zu wachsen und sich zu verändern. Und Bildung ist der Schlüssel, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Einen anderen gibt es nicht. Es wird ein Fenster der Hoffnung geöffnet mit diesen Millenniumsdörfern.